Ja, willkommen zum ersten Teil unseres Software-Vergleichs. Martin Häuser ist mit dabei. Grüßt euch. Und mein Name ist Dirk Lin und Martin. Grüß dich, Dirk. Ach ja, Martin. Ja, grüß dich auch. Ja, unser erster Punkt heute, unser erstes Kapitel geht über Navigationsoberflächen. Ich bin ganz gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn man das wirklich mal nebeneinander packt. Ja, und das tun wir auch mal. Wir packen einfach mal die verschiedenen Produkte nebeneinander. Und das ist das, wie das System euch begrüßen kann im Standard. Und da gehen wir jetzt praktisch auf die Unterschiede ein, um zu gucken, ja, wieso meine Arbeitsweise, bin ich mit dem System ABC in dem Falle vielleicht ein bisschen enger vertraut. Vielleicht habe ich intuitivere Oberflächen. Und man sieht schon, die Systeme, wenn die auch gleich sagen, wir haben einen guten Startbildschirm, die sehen doch ganz anders aus. Ja, also es gibt ganz, ganz große Unterschiede in der Philosophie auch, wie die Funktionalität der Software angeboten wird für den User. Und ja, Dirk, fang mal an, HCM for All. Gehen wir mal rein. Groß, ja. HCM for All, das ist so eine Startseite, die wir haben. Also man hat verschiedene Widgets, auch hier, wir werden sehen, Widgets spielen in der Software-Ergonomie heutzutage eine große Rolle. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten der Navigation. Bei HCM for All haben wir einmal logischerweise die Navigation über diese Widgets, aber auch in der Oberfläche hier oben in der Topline und können jetzt bestimmte Dinge hier angehen. Und wenn wir mal schauen, wie dann sowas auch angepasst werden kann, hier ein kleines Video dazu, um zu schauen, wie man zum Beispiel neue Shortcuts zum Beispiel zu anderen Systemen herstellt, zum Intranet möglicherweise. Ich habe hier vorgefertigte Widgets, das ist auch ein Unterschied, das sind hier vorgefertigte Widgets, andere Systeme können die Widgets nochmal anpassen. Ich kann die aber verschieben, kann die auf dem Tablet nutzen, kann die auf dem Smartphone nutzen, also alles responsiv von der Oberfläche. Und man sieht ja, mit Drag and Drop kann ich einfach so meine Oberfläche anbieten. Ja, das ist schon mal sehr angenehm, ne? Weil ich kann das so bauen, wie ich das für mich brauche. Doch, da merkt sich das natürlich, wie ich es eingestellt habe. Und so kann ich das sehr gut an meinen Arbeitsstil auch anpassen. Ja, sehr gut. Aufgeräumt und einfach die Grundnavigation ist, glaube ich, hier relativ klar. So, gehen wir rüber zu Personio. Ja, Dirk, bei Personio sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt so eine Hauptnavigationsleiste, die ist hier am Rand, mit der man die Hauptmenüpunkte aufrufen kann. Und dann ändert sich eben, je nachdem, was ich aufrufe, der Inhalt von dem großen Fenster. Und da passt man jetzt nichts groß weiter an. Das ist alles sehr statisch so und befüllt sich nur mit den entsprechenden Informationen. Das hat aber auch den Vorteil, dass es halt strikt ist und man muss dann eben sich selbst auch ein bisschen anpassen. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man da hervorragend mitarbeiten. Das heißt aber auch, dass die Einführung relativ einfach ist, weil weniger Anpassungsmöglichkeiten bedeutet auch schnellere Einführung. Genau, es geht dann ganz, ganz flux, weil man es halt einmal genau sich anschauen muss. Hier, wenn man diese Menüs zum Beispiel anklickt, dann gibt es auch mal wieder Untermenüs, immer nur das, was man dann auch wirklich braucht. Und ja, ich finde das sehr angenehm, weil ich jetzt eigentlich nicht so viele Möglichkeiten habe, sondern ganz klar geleitet werde, was hier zu tun ist. Ja. Prima, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zu Rack Systems. Martin. Ja, hier haben wir auch Widgets, wie wir sehen. Also das hier ist ein großes Widget. Das sind so Kacheln. Ne? Natürlich benutzen wir hier auch ein großes Hauptwidget, wo wir die einzelnen Menüs aufrufen können. Und dann gibt es auch noch das Top-Level-Menü ganz oben, über das wir bestimmte Menüs aufrufen können. Wir können das alles konfigurieren, wir können das schieben und platzieren. Und hier in der, bei Rack Systems gibt es dann auch die Möglichkeit, diese Widgets entsprechend zu konfigurieren. Ne? Manche Widgets kann man sogar selbst bauen. Also da wird es dann schon ein bisschen komplexer. Aber ja klar, da kann ich natürlich dann sehr individuell auf meine Bedürfnisse eingehen und mir bestimmte Ansichten zusammenbauen. Und das unterscheidet vor allem das Rack-System von anderen Systemen Personio relativ starr. Also sie haben also einen Standardbildschirm, was natürlich auch bedeutet, wenn ich von einer Firma zur nächsten wechsle als Recruiter oder als HRler, dann habe ich natürlich jetzt sehr einfach, weil das System ist genau gleich. Dort bei den verschiedenen Firmen. Das stimmt, ja. Bei Rex wird wahrscheinlich das System immer ganz anders aussehen. Man sieht ja die Widgets, die sind halt, sagen wir auch, selbst erweiterbar. Das kann also dann doch zu einer, sagen wir, höheren Komplexität führen. Genau, ich muss dann schon schauen, was habe ich denn jetzt hier. Es ist nicht so wie mein Rex, ne? Also wenn ich von woanders komme. Ja, das ist ein bisschen die komplexere Variante. HCM for All hat ja so den Zwischenstand. Ne? Man kann die Widgets schon konfigurieren, aber nicht in der Ausprägung, wie das hier geht. Man sieht das ja hier schön in deinem Video. Ja, genau. Man muss natürlich aber aufpassen, was diese Widgets später an Inhalten haben. Also die ganze Konfiguration, da brauchen wir schon eine Schulung dafür. Mhm. Oder auch wenn man hier sieht, ich habe eine Häufigkeitsübersicht über eine Website, weil wir reden ja über das Recruiting bei diesem Test, weil wir da immer den vergleichbarsten Prozess haben, ist natürlich die Frage, habe ich da ein Tracking überhaupt geschaltet? Sonst, wenn das die ganzen Vorbedingungen nicht stimmen, dann werden auch hier keine Zahlen rauskommen. Also ja. Der Prozess ist doch ein relativ großer Prozess, der einmal komplett durchgearbeitet werden muss. Ja.
Ja, das ist so der Startbildschirm. Und wenn man jetzt mal auf das Recruiting reingeht, und das ist unser Schwerpunkt, dass wir das Recruiting als den Prozess rausgesucht haben, der am vergleichsbarsten ist, dann schauen wir mal, wie der Bewerberdatensatz aufgebaut ist. Und auch da, Martin, Unterschiede, oder? Ja, gibt große Unterschiede. Kannst du das groß schalten? Ich schalte es mal groß. Na, schau, das ist also die klassische Ansicht einer Bewerberakte mit ganz vielen Feldern, die dann die Datensätze anzeigen. Ich persönlich finde es ja sehr ansprechend, auch optisch. Es muss auch ein bisschen Spaß machen. Und der Aufbau ist auch intuitiv, aber extrem umfangreich, finde ich. Ja, wir werden später noch dann schauen, wie man sowas anpassen kann. Aber erstmal grundsätzlich der erste Eindruck dort aufgeräumt. Drei Spalten, habe auf der linken Seite die gesamten Kontaktdaten des Bewerbers, in der Mitte eben diesen Arbeitsbereich und hier eben diesen Bereich für die Aktionen. Genau. Prima, dann schauen wir uns mal an, wie das bei Personio aussieht. Ja, auch eine Bewerberakte, aber ein bisschen schmaler gehalten, ein bisschen einfacher, sehr kompakt, aber dadurch auch sehr übersichtlich. Man ruft den Bewerber auf oder die Bewerberin und hat hier dann die Felder untereinander. Es gibt dann nochmal separate Reiter in der Akte. Im Prinzip, ja, ich will schon die gleichen Daten zeigen, aber ein anderes Konzept dahinter. Ja, und man hat ja oben die Möglichkeit, hier durchzuscrollen. Das heißt, ich habe hier eine Bewerberliste aufgerufen und je nachdem, was ich... Die sieht man hier im Hintergrund, ne? Ja, genau. Und dann wird immer im Kontext angeboten, hat hier verschiedene Dinge, die du gerade gesagt hast. Also auch dort absolut ausreichend zum Arbeiten, aber doch ein ganz anderer Ansatz. Und jetzt kommen wir zu dem Bewerberdatensatz bei Rex. Ja, auch wieder Bewerberakte. Aber wir haben das vorhin schon mal bei dem Startbildschirm gesehen. Es gibt so einzelne Kacheln, so Feldbereiche, in denen bestimmte Dinge, die zusammenpassen, gesammelt sind. So, dass man auch hier sieht, okay, da sind meine Rahmendaten, hier sind meine Stammdaten. Sehr übersichtlich und ja, auch dann konfigurierbar, was wir uns noch anschauen wollen. Genau, und da sind auch die Fragen, welche Rechte hatte ich zum Zugriff? Kann ich hier Felder einzeln mit Rechten versehen? Kann ich hier Feldbereich mit Rechten versehen? Also da gibt es so ganz viele Fragen, wo dann diese Systeme auf den ersten Blick ähnlich sind, aber doch ganz unterschiedlich von der Oberfläche und von den Möglichkeiten. Ja. Ja, also man merkt schon hier, wenn man nur sagt, ich habe einen Bewerberdatensatz, ja, was ist das genau? Ja, und die Unterschiede kann man ja sehr gut sehen. Lass uns einmal reinschauen, wenn ich ein Stück weitergehe, mit den Listenfunktionen. Weil wir haben ja oft den Startpunkt bei Excel, dass viele Unternehmen Excel-Listen haben und die wollen ja irgendwo mit der Arbeitsweise verbinden. Und wir können ja auch hier Listen erzeugen, oder? Ja, zeig mal. Also wenn ich jetzt hier, das sind also so Hotlinks, ne, wo man wirklich direkt draufklicken kann und HCM for All weiß dann schon genau, was für eine Zusammenstellung an Daten man sehen will und dann kommt die Tabelle, deren Spalten man jetzt hier noch aktivieren und deaktivieren kann, damit man sich genau einstellen kann, was man dann sehen möchte. Auch alles sehr intuitiv mit diesen Schaltern, ganz einfach gemacht, geht ganz schnell und dann kann man da entsprechend sortieren und auch hier oben gibt es einen großen Filterstreifen, der hier gerade läuft, wo ich einstellen kann, was für Daten überhaupt reinlaufen sollen. Ja, und auch hier ist immer die Frage, wenn ich eigene Felder habe, kann die Felder weiterverarbeitet werden? Sind die Felder, sind die als Spalte nutzbar? Auch da gibt es riesen Unterschiede. Wir haben ja in Deutschland ungefähr 200 verschiedene Bewerbersysteme und das ist eigentlich das Top-Level von den, sagen wir mal, für den rausstechendsten Systemen und die bieten schon sehr viel mehr als ein System, das vielleicht genau diesen Umfang nicht hat. Ja, man sieht hier, ich kann diese Listen erzeugen, was du gerade gesagt hast. Ich kann ein Bild einblenden. Ich kann das auch exportieren nach Excel oder mal drucken, wenn man es überhaupt noch will heutzutage. Ich will nichts mehr drucken. Wer will schon drucken? Ja, das ist die Listfunktion bei HCM for All. Bei Personio, wie sieht es da aus? Ja, da ist es etwas weniger umfangreich mit der Listendarstellung. Wie wir jetzt hier schon sehen, man kann dann die Stelle anklicken und sieht dann hier die entsprechenden Bewerber. Aber das ist alles sehr stark so konfiguriert. Es gibt ein paar wenige Möglichkeiten, das zu filtern. Hier sehen wir ein paar Spalten, die sich dann noch konfigurieren lassen. Aber wie wir schon vorhin gemerkt haben, alles ein bisschen einfacher gehalten und ein bisschen weniger umfangreich gestaltbar. Da merkt man, dass auch das System von Personio aus dem HR-Bereich rauskommt, dass so hier noch weniger Funktionen als im HR-Bereich da sind. Und die beiden anderen Systeme, HCM for All und Rex, kommen ja aus dem Recruiting. Also da drehen sie halt ihre Stärken auch nach vorne. Wobei man noch sagen muss, bei Personio ist ja das nur eine Option zum HR dazu, werden wir später noch sehen. Ja. Das heißt, ohne das HR läuft Personio auch gar nicht. Genau, man muss dann schon noch ein bisschen mehr dabei haben. Ja. Absolut, das muss man bloß ja vorher wissen. Ja. Und bei Rex Systems, da wird es also richtig, richtig umfangreich, oder? Ja, also hier kann man alles selbst gestalten. Man kann die Filter, die man benutzen will, oben konfigurieren. Man kann die Spalten konfigurieren, wie wir das jetzt hier sehen. Da ist eine lange Liste von den ganzen möglichen Feldern. Und kann sich sehr, sehr viele Zusammenstellungen dann auch entsprechend abspeichern. Und innerhalb der Spalte gibt es hier zum Beispiel ganz viele Links, die mit dabei sind. Oder hier sehen wir auch die einzelnen Status, die dann aufrufbar sind.
Ja, jetzt hier sieht man nochmal die Filter, wie sie zusammengestellt werden. Alles auch sehr ähnlich in der Handhabung. Ja. Und wenn ich mir da was konfiguriert habe, speichere ich das ab und rufe das auf. Und da kann ich aber auch ganz viele Listen mir genauso anpassen, wie ich die dann vielleicht täglich benutzen möchte. Okay. Und hier oben sieht man praktisch mit dem Aufklapp. Genau, da ist das. Ja. Da sind da sie dann drin. Ja. Eine Liste von, also ist eigentlich eine Ablösung meiner Excel-Liste, wenn man das so will. Oder? Genau, ja. Aber immer so, dass es halt digital die gleichen Daten wieder verarbeitet, nur anders darstellt. Ja, und diese Daten kann ich dann auch der bestimmten Führungskräften, Mitarbeiter oder wie auch immer Berufsgruppen oder irgendwie Betriebsrat auch zur Verfügung stellen, die ich hier vorkonfiguriere. Ja. Also sehr viele Möglichkeiten dort und heißt natürlich auch von der Einführung, von der Komplexität, von der Schulung hat man ja schon ein bisschen mehr zu tun. Ja, nicht nur der Schulung, ich muss mir schon auch überlegen, was will ich denn dann sehen, was will ich zeigen. Ja. Gerade wenn man jetzt, wie du es gesagt hast, den Führungskräften eine Tabelle zur Verfügung stellen will, dann sollte man schon gucken, was zeige ich denn da und wie soll es aufbereitet sein. Und vorher testen. Testen. Genau, und Funktionen, die halt fest programmiert sind, der Hersteller reinbringt, da hat der Hersteller das Testen übernommen und hier bin ich immer gefragt, meine Arbeitsergebnisse zu überprüfen. Ja. Prima. Ja, das war das Thema von der Oberfläche. Wir haben gesehen, es gibt hier die Möglichkeit, erstmal die Bewerberakte anzuschauen. Wir haben Navigation, eine Grundnavigation. Wir haben gesehen, wie man mit den Listen umgeht. Tolle Geschichte, aber man merkt auch, Martin, echt andere Produkte. Ja, also die Unterschiede sind auf jeden Fall zu sehen jetzt, wenn man das mal so nebeneinander macht. Ich hoffe, es gefällt euch. Genau, und das nächste, was wir jetzt haben, ist Prozesse und Workflows. Bleibt dran, nächste Woche gibt es dieses Kapitel. Bis bald.